Wenn du jetzt irgendwie große Wunde hast, dass wirklich sehr, sehr viel Blut rausgeht, dann müssen wir natürlich irgendwie Blut nachfüllen. Also dann brauchen wir wieder Blut. Aber dem Verletzten da drin, dem wird doch jetzt kein echtes Blut gegeben, sondern was anderes. Du hast doch bestimmt schon mal was von Blutgruppen gehört, oder? Ja, natürlich. Ja, und wenn man jetzt in der Eile die falsche Blutgruppe wählt, dann kann das für den Patienten tödlich sein. Oh. Deswegen gibt man ganz schnell eine Nährlösung, die erfüllt die wichtigsten Aufgaben des Blutes und somit kann er dann halt weiterleben. Ne? Ah, okay. Aber irgendwann braucht der Patient dann schon richtiges Blut, oder? Ja, irgendwann auf jeden Fall. Das ist nur eine Nährlösung und ein Satz. Und wo kommt das Blut dann her? Also das ist nach wie vor ein Problem, das künstlich herzustellen. Der Einzige, der das kann, das ist unser Körper. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Blutspende. So, Name, Adresse, das haben wir jetzt alles. Und jetzt geht es noch ein bisschen zum Gesundheitszustand, also welche Krankheiten ich hatte und wo ich in den letzten Monaten war. Normalerweise dürfte da jetzt nichts schief gehen, weil mein Blutdruck ist eigentlich echt super. Als letztes möchte ich bei Ihnen nochmal die Temperatur im Ohr messen. So, jetzt. Ja, 36,8 ist völlig normal. Spricht nichts gegen die Spende. Wie man gesehen hat, die Ohren sind auch sauber. Aber jetzt kommen wir zu meiner Krankheitsgeschichte. Und das ist vertraulich und unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Ich bin ja Erstspender. Jetzt muss erst meine Blutgruppe bestimmt werden und mein Hämoglobinwert. So. Man testet den Blutfarbstoffwert Hämoglobin, der zeigt, ob jemand schon anämisch ist, also schon blutarm ist und im weitesten Sinne einen Eisenmangel hat. Was zum Spielen, kleines Bällchen. So, dann fangen wir schön an. Mit Pumpen. Genau. Sehr schön. Ganz wichtig auch beim Blutspenden, dass du viel getrunken hast, so 2 bis 3 Liter, dass richtig viel Flüssigkeit da ist und gut gegessen hast. Ja, habe ich. Faust machen und es gibt einen Pieps und das war's. War schlimm? Nee. Jetzt darfst du mich auch wieder anschauen. Alles schon vorbei. Wie viel Liter Blut entnehmen Sie jetzt? Das sind 490 Milliliter, die ich jetzt entnehme. Und dann noch die Untersuchungsröhrchen, also ungefähr 1/2 Liter. Und was passiert jetzt dann mit Ihrem Blut? Das Blut würde ziemlich schnell kaputt gehen und deshalb muss man es ganz schnell aufbereiten. Und deshalb wird das Blut jetzt an einen Ort gebracht, wo jeder Tropfen Blut, der hier gespendet wird, durchfließt.